Ja, und was haben Sie da gemacht? Wir haben den Anschlag auf Moslems verurteilt. Hey, du lässt das Mikrofon los! Das sage ich dir! Du, wer nochmal das Mikrofon lang, dann ist Schluss mit Unterhaltung. Und das, was da passiert, ist natürlich extrem pietätlos. Dass eben Maltes Tod für extrem rechte Hetze und rassistische Zwecke instrumentalisiert werden soll. Und deswegen, denke ich, müssen wir mit vielen Leuten da sein, kommen und klar machen, dass das hier in Münster und auch nirgendwo anders keineswegs erwünscht ist. Dass es dafür in dieser Stadt keinen Platz geben darf. Für den 7.10. hat die Gruppe Pax Europa eine Versammlung in Münster angemeldet. Kopf dieser extrem rechten Vereinigung ist Michael Stürzenberger, ein bundesweit reisender, mehrfach vorbestrafter Hassprediger, der mit seinen rassistischen, vermeintlich provokativen Aktionen als Islamhasser bekannt geworden ist. Das Bündnis Keinen Meter den Nazis Münster ruft daher zu einer Gegenkundgebung auf. Die Protestaktion startet am Freitag, den 7. Oktober, um 12 Uhr, auf dem Stubengassenplatz in Münster City. Die Versammlung mit dem ultrarechten Hassprediger Schürzenberger ist für 13 Uhr angekündigt. Und nun ruft Carsten Peters, Pressesprecher des Bündnisses Keinen Meter den Nazis Münster, zur Teilnahme am Protest gegen den rechtsextremen Wanderzirkus mit dem Hassprediger Michael Stürzenberger auf. Genau, noch ein paar Informationen für unsere Demo am kommenden Freitag. Wie vorhin schon gesagt, hat eine Gruppe namens Pax Europa unter der Leitung von Michael Stürzenberger diese Versammlung auf dem Stubengassenplatz für 13 Uhr am Freitag angemeldet. Wir werden eine Stunde vorher um 12 Uhr bereits da sein, um deutlich zu machen, dass es hier in Münster eben keinen Platz für rechte Hetze, Rassismus und Queerfeindlichkeit geben darf. Wir stehen ein für Vielfalt, Solidarität und Demokratie und das soll eben am kommenden Freitag auch wieder klar gemacht werden. Genau. Vielleicht noch ein paar Informationen zu dieser Gruppe. Stürzenberger ist ein bundesweit reisender Redner, der mit seinen rassistischen, vermeintlichen, in Anführungszeichen provokativen Aktionen als Islamhasser bekannt geworden ist. Der aktuelle Anlass für sein Kommen ist ein extrem bitterer, nämlich der tragische Tod von Malte, für den ja morgen auch noch hier eine Trauerfeier stattfinden wird. Der tragische Tod dieses jungen Menschen, der Zivilcourage gelebt hatte, hat diese Stadt tief bewegt und eben weit über die Grenzen hinaus auch für Solidarität gesorgt. Was diese extrem rechte Gruppe nun macht, ist, sie instrumentalisiert Maltes Tod und die Migrationsvorgeschichte des mutmaßlichen Täters. Und das, was da passiert, ist natürlich extrem pietätlos, dass eben Maltes Tod für extrem rechte Hetze und rassistische Zwecke instrumentalisiert werden soll. Und deswegen, denke ich, müssen wir mit vielen Leuten da sein, kommen und klar machen, dass das hier in Münster und auch nirgendwo anders keineswegs erwünscht ist. Dass es dafür in dieser Stadt keinen Platz geben darf. Das Ziel, um das es geht, ist völlig klar. Die Gesellschaft soll gespalten werden, auseinandergetrieben werden. Wir gegen die. Das ist die alte Masche, nach der extrem rechte Gruppierung eben agieren. Wie diese Gruppe, die ja relativ unbekannt ist, auch vom Namen her einigermaßen einzuordnen ist, glaube ich, kann man eben an der Figur Stürzenberger relativ gut klar machen. Stürzenberger war zunächst Vorsitzender einer weiteren Kleinstpartei, nämlich mit dem Namen Die Freiheit. Die hat sich dann aufgelöst zugunsten der extrem rechten AfD vor einigen Jahren. Da Stürzenberger kurz und bündig erklärte, dass das inhaltliche Deckungsprogramm, das inhaltliche Programm von beiden Gruppierungen weitgehend deckungsgleich ist und eben durch die AfD mehr Umsetzungschancen hat. Also insofern, diese Gruppierung und ihre Protagonisten sind klar in der extrem rechten Ecke einzuordnen. Stürzenberger selbst schreibt für das extrem rechte Blog Politically Incorrect und wurde mehrfach wegen Beleidigung, Herabwürdigung, religiöser Lehren und Volksverhetzung verurteilt. Also da handelt es sich ganz klar um einen gefestigten extrem rechten Agitator, der da auftreten wird und deswegen, für uns gilt es am 7. Oktober eben auch klar zu machen, dass wir wieder auf die Straße gehen, dass wir deutlich machen, dass es hier in Münster auch nirgendwo anders Platz geben darf für Rassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und soziale Ausgrenzung. Wir hoffen, dass ganz viele Leute sich beteiligen können. Das KCM hat auch schon aufgerufen und andere Gruppen, denke ich, hoffentlich werden sich auch noch beteiligen. Der Integrationsrat wird auch vertreten sein, hat auch aufgerufen, zu unserer Versammlung zu kommen. Deswegen machen wir klar, machen wir deutlich, Münster steht für Vielfalt, Münster steht für Solidarität und für Demokratie. Und das wollen wir am kommenden Freitag auch wieder unter Beweis stellen.
ja, 12 Uhr ist natürlich keine sehr arbeitnehmerfreundliche und wahrscheinlich auch keine studierendenfreundliche Zeit. Aber trotzdem fangen wir zu der Zeit an. Wir haben es immer so gemacht, dass wir immer eine Stunde eher vor der rechten Demo halt vor Ort sind, um den Platz halt schon mal zu besetzen, um schon mal präsent zu sein. Ja, und einfach um den Platz eben für vernünftige Zwecke in Anspruch zu nehmen. Unsere Aufklärungsserie geht jetzt bis Mitte November. Wir sind... Ach, der Christ freut sich, dass ich 6 Monate in den Knast muss. Voller Nächstenliebe, der Christ. Wenn Sie ein Christ sind, dann fress ich einen Besen. Die Drogendealer kommen gar nicht im Knast, nur die Scheiße machen. Ne, 6 Monate. Der Christ freut sich, dass ich in den Knast komme. Leute, wie oft haben wir es erlebt? Our kids will wake up to the sound of anger in the head, spinning themselves, exhausted down to the thinnest thread. They'll be tired of this anger that wakes them up, they bet. And I know that for a fight, that some be wishing they was dead. When they go to school, Islamophobia's in the streets. Even in the classrooms, even teachers force to preach. And they'll be going home from school and cry themselves to sleep, thinking what they do wrong was because of their beliefs. We listen to the teachers, the preachers, so with catechesis was forced to...